Heute hatten wir Training und ich habe die CZ-P10F mit auf dem Stand gehabt. Nein, sorry Leute, ich habe leider mal wieder vergessen, die Scheibe abzulichten. Ist auch in meinen Augen nicht ganz so wichtig. Es geht ja für mich mehr um das Thema der Waffe an sich. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin von dem Schussverhalten der CZ-P10F echt total begeistert. Ihr werdet im Video sehen, wie schön diese Waffe in der Hand liegt, wie ruhig sie sich schießen lässt und wie gering in meinen Augen der Hochschlag ist. Das Rückstoßverhalten der CZ-P10F ist wirklich absolut top. Die Rede ist hiervon. Das ist echt eine sehr schöne Waffe. Sie liegt ergonomisch top in der Hand. Vom Griff her, wenn ich mir überlege, bei der Glock ansonsten, hier, ich komme hier vernünftig an den Abzug dran. Mein Fingerglied ist parallel zur Waffe. Ich habe mit dieser Waffe noch keine Linksschüsse gehabt, wie ich sonst mit der Glock habe, wo ich nur suboptimal greifen kann. Der Abzug ist super. Im Vergleich zur Glock, das sind echt Welten Unterschied. Ja, wir haben hier einen ziemlichen Vorzugweg, aber guck mal, wie weit hinten in dem Moment die erste Wand auftaucht. Und dann zieh, 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 zieh und dann macht's Batsch. Die CZ-P10F liegt einfach wesentlich besser in der Hand. Man hat auch gesehen, dass wenn man das Magazin mit Schmackes einführt, der Schlitten selbstständig entriegelt wird, zuschnappt und man kann sofort weiterschießen. Das spart Zeit, man muss nicht nochmal slingshotten oder den Verschlussfanghebel betätigen. Funktioniert ein. Alles in allem kann man sagen, diese Waffe ist das Geld auf jeden Fall wert. Die 499 Euro, für die derzeit bei Franconia für diese Waffe aufgerufen werden, in jedem Fall. Aber auch sonst die UVP, ich glaube bei 649, sind ebenfalls für diese Waffe absolut gerechtfertigt, wenn man überlegt, welche Qualität man bekommt und vor allem 2x19 Schuss Tanks. Das ist schon, auch wenn man sportlich nicht braucht, hey, das ist cool. Und man hat halt echt noch genug Griff übrig. Das heißt, man kann wirklich dieses Ding super, super halten. Ja, und jeder von euch kennt das vielleicht. Es gibt gute, es gibt schlechte Tage auf dem Stand. Heute war für mich echt, schießtechnisch war es okay, aber ich hatte heute ein Malheur nach dem anderen. Zuerst hatte ich eine Hülse, die ich anscheinend nicht sauber ausgeworfen habe. Ich will die Waffe durchladen. Dann schieße ich mit der CZ-75 Optical für EPP. Habe die Mickey Maus nicht sauber auf dem Kopf, weil ich meinen Jungs heute im Training EPP halt ein bisschen näher gebracht habe, viel am Erklären war. Und dann halt die Mickey Maus runter und puff. Scheißtag. Aber wir hatten riesig, riesig Spaß und ich mache es heute, ich gebe euch hier einen Outtake am Ende. Ich hatte selten so viel echt zu lachen gehabt. Und meine Jungs, die heute im Training waren, genauso. In diesem Sinn, hier kommen jetzt noch ein paar Sequenzen vom Schießen mit der CZ-P10F und dann im Nachgang noch mal ein paar Outtakes. In dem Sinn, macht's gut. Dann, Achtung! Piep! Okay, sind alle Schützen bereit? Die Schützen sind bereit. Achtung! Piep! Alle durch, hier gibt es eine Waffenstörung. Moment noch, der kann sie noch raus. Hast du was drin?
War anscheinend noch eine Hülse drin. Okay. Dann lass mich gerade nochmal machen. Ja. Kommt dann in die ins Make-off, ne? Die Outtakes. Best-off. Ja. Start. Aua. Hätte mich keiner vorwarnen können. Nochmal. Besser nochmal. Nein, nein, alles gut. Ja, den machen wir nochmal. Der war echt scheiße. Hat man gar nicht gemerkt. Der war echt scheiße. Ich habe überhaupt nicht drauf geachtet. Einfach nochmal so klickvoll gemuckt noch dabei. Oh. Alles drin, was wir nicht brauchen. Ken, hörst du uns noch? Oh, gerade so. Geil. Das habe ich echt schon lange nicht mehr gehabt, ey. Oh. Ich denke, was war denn das? Mein Mickey Maus kaputt oder was? Outtake Nummer 5. Geil. Ich bin gespannt aufs Making-of-Video. Ah, zum Glück mache ich die nie. So, also. Start. Du hast gemuckt. Das hat doch System, die ganze Sache hier.